Mein Name ist Michael Leutner und ich arbeite an der Universitätsklinik für Innere Medizin 3 an der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel. In der vorliegenden Arbeit haben wir den dosisabhängigen Zusammenhang von cholesterinsenkenden Medikamenten, nämlich Statinen, mit der Diagnose einer Osteoporose untersucht. Und wir haben dafür die Gesundheitsdaten von mehr als 7,9 Millionen Österreicherinnen und Österreichern analysiert. Statine sind Medikamente, die über die Hemmung der sogenannten HMG-CoA-Reduktase zu einer Blockade der Cholesterinsynthese führen und dadurch auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen sehr stark reduzieren. Unsere Ergebnisse, die aufgezeigt haben, dass es einen dosisabhängigen Zusammenhang von verschiedenen Statinen mit der Diagnose einer Osteoporose gibt, sollte vor allem bei Hochrisikokollektiven für Osteoporose, wie zum Beispiel bei postmenopausalen Frauen, die eine Hochdosis-Statintherapie haben, dazu führen, dass der Knochenstoffwechsel in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird. Mein persönlicher MedUni-Wien-Moment war, als ich zum ersten Mal einen Vortrag im anatomischen Hörsaal halten durfte und plötzlich nicht mehr auf der Zuhörerbank saß.